der Liga, die gegen die Döblinger noch keine Punkte abgegeben hat. Noch dazu kehrt Spielmacher Luis Enrique ins Team zurück. Der Brasilianer ja zuletzt beim 1:0 Auswärtserfolg in Altach gesperrt. Weiter offen ist die Zukunft von Walter Schachner beim LASK. Über die soll nach dem nächsten Spiel in Hartberg kommenden Freitag entschieden werden. Die Wiener heute mit einer sehr offensiven 4-3-3-Grundformation mit Rückkehrer Meier, Rade Djokic und Julian Erhardt an vorderster Front. Die Akzente, die setzt aber vorerst der LASK. Luis Enrique zu Leonhard Kaufmann, aber Ernst Dospel putzt nach nicht einmal 2 Minuten vor Hannes Aigner aus. Nur wenige Sekunden später, das ist Winkler, wieder Luis Enrique. Und Cardoso ist da, der Australier, das 1:0 in der 3. Minute. Erster Treffer für Richie Cardoso im Dress des LASK, der die Hintermannschaft der Wiener hier schlecht aussehen lässt. Aber wie schon so oft in dieser Saison stellen die Oberösterreicher danach den Spielbetrieb buchstäblich ein. Die Wiener versucht über die Zweikämpfe ins Spiel zu kommen. Hartenberger probiert es aus der 2. Reihe. ÖFB-Sportdirektor Ruttensteiner sowie Salzburg-Spion Glasner bekommen auch in der Folge wenig zu sehen. Es bleibt beim 1:0 zur Pause. Die Wiener versucht jetzt mehr Akzente zu setzen. Flanke Kerschbaumer, Djokic. Und das ist das 1:1, 49. Minute. Die Passivität nach der frühen Führung des LASK wird einmal mehr bestraft. Der Bosnier setzt sich gegen Hart und Aufhauser durch. Sein 5. Treffer in dieser Saison. Und der reißt die Linzer aus dem Tiefschlaf. 55. Minute. Hart, Kaufmann, wieder Cardoso, wieder Leonhard Kaufmann und der Fußreflex von Wiener Torhüter Thomas Dau. Luis Enrique wieder, der Spielmacher, fordert die Bälle, wird auch immer wieder gesucht und alles wartet auf den Pass. Aber er macht es selber und wie. Sehenswerter Treffer zum 2:1 für den LASK in der 74. Minute. 6. Saisontreffer und der wirklich klasse gemacht. Wieder die Linzer, Hart. Und jetzt gibt's 11 Meter für den LASK. Leonhard Kaufmann zeigt's an, Handspiel von Marco Salvatore. Die Zeitlupe gibt Schiedsrichter Aigler recht. Die Hand hat dort nichts verloren. Und da gibt's auch Rot wegen Torraubs für Salvatore. Wer tritt an? Der junge Brasilianer Silvio Junior will's besonders schön machen, aber ein Elfmeter der ganz kläglichen Sorte. Vielleicht übermotiviert der 21-Jährige, aber so darf man eigentlich bei einem Torvorsprung nicht agieren. Es bleibt beim 2:1, die Wiener damit seit Oktober auswärts sieglos. Das muss psychologische Gründe haben und anderes geht das nicht. Das heißt, in meiner Mannschaft sind Angsthasen. Wir schauen von Spiel zu Spiel und versuchen den anderen noch ein bisschen Angst zu machen, aber man muss sich natürlich auch steigern. Heute haben wir mit Glück gewonnen. Der LASK hält jedenfalls zumindest die theoretischen Aufstiegschancen am Leben und gewinnt auch das 4. Saisonduell gegen die Wiener. Unser nächstes Spiel, Austria-Lustenau gegen Hartberg. Die Vorarlberger sind nach dem tollen Lauf im Frühjahr plötzlich wieder Titelkandidat. Beim heutigen Heimspiel gegen den tabellenletzten Hartberg war in Lustenau natürlich alles auf weitere 3 Punkte vorprogrammiert. Die Lustenauer Austria in Grün beginnt verhalten und mit einigen individuellen Fehlern. Hartberg aggressiv und mit viel Laufarbeit und auch mit den ersten Möglichkeiten. Aber im Abschluss fehlt einfach die letzte Konsequenz. Walter Hörmann treibt seine Mannschaft nach vorne. Die Vorarlberger kommen dann aber mit langen Pässen immer besser ins Spiel. Krajic auf Boya. Solche Chancen darf man Boya nicht allzu viele offerieren. Die Austria immer dann gefährlich, wenn es steil nach vorne geht. Wieder Boya gegen Gremsel. Krajic kommt von hinten und das ist das 1:0 nach 35 Minuten. Schwerer individueller Fehler von Gremsel. Er lässt sich da wie ein Schülerbub den Ball von Boya abluchsen. Boya mit gutem Auge und Gerald Krajic mit seinem 8. Saisontreffer. Die 3500 Zuschauer sehen eine kampfbetonte erste Hälfte. Die 1:0-Führung der Austria mehr als in Ordnung. Die Austria auch nach dem Wechsel dominierend.
Boya. Zwischenbrucker und Krajic. Der trifft den Ball nicht richtig. Die Austria mit klassischem Powerplay. Zech, Zwischenbrucker und das ist das 2:0 nach 58 Minuten. Benedikt Zech mit gutem Auge und Jan Zwischenbrucker mit Präzisionsarbeit zum 2:0. Toll gesehen und perfekt vollendet. Die letzte Chance hat Sidney de Oliveira. Der kleine Brasilianer feiert nach zweijähriger Verletzungspause sein Comeback, wird hier aber durch ein Foul gestoppt. Der Freistoß bringt nichts mehr. Lustenau gewinnt gegen Hartberg mit 2:0. Wenn man hier oben dabei bleiben will in der Spitzentrio, dann musst du solche Spiele zu Hause gewinnen, gerade gegen Tabellenletzten. Und ich glaube, das ist eher diese Hemmschwelle, bis man da rüberkommt, diesen Pflichtsieg eigentlich reinzufahren. Deswegen, wie wir denn reinfahren, es ging um 3 Punkte und die wollte ich holen heute. Und das ist uns gelungen und das war in Ordnung. Von meiner Mannschaft haben heute maximal 4, 5 die Normalform erreicht. Und vielleicht haben sie schon die Kräfte gespart fürs Halbfinale am Dienstag. Hartberg kann sich aufs Cup-Halbfinale konzentrieren. Die Lustenauer Austria bleibt nach dem 2:0 weiter im Titelrennen. Im Topspiel der Runde gastierte Altach beim Tabellenführer WAC St. André. Für die Vorarlberger hieß es dabei in Wolfsberg verlieren verboten. Mit einer Niederlage hätten sie 9 Punkte Rückstand auf die Kärntner und wären praktisch aus dem Titelrennen. Zuletzt konnten beide Teams spielerisch nicht überzeugen. Die Kärntner Fans glauben trotz des Ausrutschers vor einer Woche bei Blau-Weiß Linz fest an den Aufstieg. Entscheidend mithelfen soll er, Christian Falk, als Top-Torschütze der Liga. Seit einem Monat allerdings ohne Torerfolg. Er kehrt in die Startelf zurück. Auch mangels Alternativen. Miret Topčagić sitzt seine Sperre wegen Schiedsrichterbeleidigung ab. Bei den Vorarlbergern verzichtet Neo-Coach Edi Stör auf Tomi im Sturm. Dessen Bruder liegt nach einem Unfall im Koma. Der Spanier wäre mit den Gedanken wohl nicht bei der Partie. Zudem fehlt wegen einer Gelbsperre Andreas Lienhardt in der Verteidigung. Die Anfangsphase gehört ganz klar den Wolfsbergern. Die erste Chance bereits nach 5 Minuten. Jacobo mit der Hereingabe für Dario Baldauf. Der trifft nur den Pfosten. Zwei Minuten später bereits die nächste Möglichkeit für die Gastgeber. Stefan Stückler mit der Vorlage. Aber sowohl Christian Falk als auch Manuel Kerhe kommen nicht an den Ball. Eine Viertelstunde ist absolviert, die Partie spielt sich fast nur in der Hälfte der Altacher ab. Der Spanier Jacobo hier bei einem Freistoß. Stückler läuft in Position, schiebt den Ball abgefälscht von Torhüter Martin Kobras am Tor vorbei. Danach ebbt der Sturmlauf der Lavantaler ein wenig ab, auch Altach kann sich dann Chancen herausspielen. Der Schuss von Schöpfer war keine große Herausforderung für den WRC-Torhüter Christian Dobnik. Im Gegenzug wieder die Kärntner mit einem Angriff. Manuel Kerhe mit der Flanke. Jacobo zu kurz, Stefan Stückler kann nicht verwerten. Kurz vor der Pause drehen die Vorarlberger noch einmal auf. Philipp Hörmann zirkelt aber den Ball klar am Tor von Christian Dobnik vorbei. Es bleibt in der ersten Halbzeit beim 0:0. Auf die erste Chance in der zweiten Spielhälfte müssen die mehr als 3.500 Zuschauer deutlich länger warten als in der ersten. Beide Mannschaften neutralisieren sich lange. In der 76. Minute probiert es Matthias Hopfer aus der Entfernung. Aber kein Problem für den WRC-Torhüter. In der gleichen Minute der Konter von den Wolfsbergern. Jacobo mit der Vorarbeit. Christian Falk weiter mit Ladehemmung. Vorbei am Tor der Vorarlberger. In der 81. Minute Freistoß für die Gastgeber, Falk verlängert per Kopf, der Spanier Jacobo mit dem herrlichen Treffer zum 1:0. Sein 12. Treffer in dieser Saison. Die Lavantal Arena tanzt Samba. Fünf Minuten vor dem Ende, dann die größte Torchance der Altacher. Thorsten Schick, Torhüter Dobnik hat Probleme, sichert aber letztendlich den Ball.
In der Nachspielzeit dann noch einmal die große Chance für die Altacher. Ademi setzt sich im Strafraum durch. Dobnik sichert den 1:0-Sieg für den WAC. Natürlich sehr schweres Spiel, haben wir erwartet. Altach ist ein Top-Gegner. Erste Halbzeit, glaube ich, waren wir klar bessere Mannschaft, mussten wir 2-3-0 führen. Leider haben wir nötige Tore nicht gemacht, uns Leben schwer getan. Aber glaube ich, am Schluss ganz verdient gewinnen wir. In der ersten Halbzeit haben wir in der einen oder anderen Szene Glück gehabt. Da haben wir zu zurückhaltend agiert, zu viele Freistöße gemacht, bei Freistößen nicht aufgepasst haben. In der zweiten Halbzeit war aber klar die bessere Mannschaft. Da habe ich von Druck nichts gesehen. Der WAC hat die Partie wieder einmal durch einen Standard entschieden. Während der WAC St. André weiter vom Aufstieg in die Bundesliga träumen kann, ist genau dieser Traum für Altach geplatzt. Im nächsten Spiel könnte sich der SV Grödig mit einem Sieg heute endgültig aller Abstiegssorgen entledigen. Für den FC Lustenau geht es darum, wieder in die Spur zu finden. Nach starken Leistungen zu Beginn des Frühjahres gab es in den letzten beiden Runden für die Vorarlberger unglückliche Punkteverluste. Und so ist man wieder hinter die Wiener auf den gefürchteten Relegationsplatz zurückgefallen. Eine Niederlage kam für den FC Lustenau daher heute in Grödig nicht in Frage. Und die Lustenauer in Gelb-Schwarz, die versteckten sich von Anfang an nicht in Grödig. Erste Chance schon nach wenigen Minuten. Man merkt, die Vorarlberger, die wollen was reißen am Fuß des Untersbergs. Auf der anderen Seite die Grödiger, heute wieder mit Viana und Parapatitz vorn im Sturm, angetrieben vom Denker und Lenker Thomas Kramer und mit der ersten ganz dicken Chance dieses Spiels. Den Schuss von Thomas Salomon wehrt Tormann Andreas Luxe bravourös ab. Beide Torleute heute wirklich außergewöhnlich, das sollte man im Verlauf der Partie noch öfter sehen. Es geht hin und her in einer turbulenten Anfangsphase, keine Viertelstunde vorbei und Elferalarm im Strafraum der Grödiger. Die Zeitlupe zeigt es ganz klar, Peter Czernek ist mit der Hand am Ball. Ein Elfer, den man geben kann, vielleicht sogar muss. Glück für die Grödiger in dieser Situation. Wir springen in die 20. Minute. Ballverlust der Lustenauer im Mittelfeld und dann geht's blitzschnell. Kramer schaut auf, sieht Parapatitz und schon steht's 1:0. Ganz große Klasse, wie Joachim Parapatitz dieses Zuspiel zunächst einmal verarbeitet und dann auch verwertet. 7. Saisontreffer für Parapatitz. Da darf man sich auch als Trainer schon einmal freuen. Danach gibt's eine vor dem Spiel vereinbarte Trinkpause für alle bei Temperaturen jenseits der 30 Grad und das im April auch durchaus angebracht. Man fragt sich aber, was drin war in den Trinkflaschen. Die Partie verliert danach nämlich an Schwung. Nur noch eine bemerkenswerte Szene vor der Pause, dieser beinahe abgefangene Rückpass und der anschließende Heberversuch von Parapatitz. Es bleibt aber beim 1:0, das schreibt sich auch Edi Glieder auf. Er soll ja ab Sommer in Grödig den Co-Trainer für Adi Hütter abgeben. Wir springen in Hälfte 2 und die bestimmt von Anfang an der FC Lustenau. Erste Großtat Andreas Schranz in der 46. Minute. Es wird so richtig heiß in der Untersberg Arena. Grödig ist praktisch nicht mehr vorhanden in dieser zweiten Halbzeit. Es stürmt Lustenau. Nächste Großtat von Andreas Schranz. Es könnte längst 1:1 stehen in dieser Partie. Trainer Kanadi bringt dann für die Schlussphase David Witteveen und der Torjäger mit seinem Comeback und seinem ersten Ballkontakt bereitet das hochverdiente 1:1 vor. Sein Schuss, wie man ja sieht, abgefälscht. Ines Novinic sagt Danke. Der Ausgleich in der 78. Minute. Ich bin nur sauer, weil wir 2 Punkte hergeschenkt haben, weil wir waren im Rennen um Platz 5 noch gewesen. Ja, sie waren eigentlich nicht so gefährlich, nicht so zwingend. Die haben wir in der Tasche gehabt und dann gebe ich das eigentlich so leichtfertig. Darum bin ich sauer. Auch die Wiener hat ihre Punkte gemacht. Das ist in Ordnung, ist ein offener Kampf. Wir werden beide alles geben bis zum Schluss, dass wir diesen 9. Platz vermeiden. Und ich denke, dass es bis zum Schluss spannend sein wird. Ein 1:1 also in Grödig, das die einen der letzten Abstiegssorgen enthebt und die anderen weiter träumen lässt vom rettenden Tabellenufer. Kämpfen bis zum letzten Spiel ist die Devise. 5 Runden vor Saisonende gibt es in der ersten Liga eigentlich nur 2 Mannschaften, die weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg etwas zu tun haben. Der Tabellenfünfte Blau-Weiß Linz und der 6. SK in St. Pölten können schon beruhigt für die neue Saison planen. Was macht man also vor dem heutigen direkten Duell, bei dem es eigentlich um gar nichts mehr geht? Man erklärt das Spiel zum Finale um Platz 5. Platz 5 ist gleich Mittelmaß, aber das kennt er heuer nicht. David Poljanec ist mit 16 Toren der zweitbeste Schütze der Liga.
Der Linzer steht auch gleich im Mittelpunkt, allerdings negativ. Poljanec verliert den Ball im Spielaufbau. Zwierschitz sucht und findet Segovia. Der Spanier mit der ersten Chance für St. Pölten nach 20 Minuten. Aber Wim Leitner passt auf. Die Aufregung auf der Tribüne hält sich noch in Grenzen, auch bei Peter Schöttl. Er schaut sich die Rapid-Leihgaben im St. Pölten-Dress an. Eine der beiden Leihgaben ist besonders aktiv. Hofbauer sieht und findet Michael Anbichl. Und das ist die Führung für St. Pölten. 34. Minute, Ball von Duvenjak abgefälscht. Wim Leitner schaut unglücklich aus, aber die Führung ist verdient. St. Pölten die aktivere Mannschaft. Wieder nach einem Fehler im Spielaufbau der Linzer. Die Führung St. Pölten hat alles im Griff, auch den Torjubel. Kurz vor der Pause hätten dann aber auch die Linzer Grund zum Jubeln, aber hier wird abseits entschieden. Eine ganz enge, aber doch richtige Entscheidung. Hartl zuerst passiv, dann aktiv im Abseits beim Pass auf Hölzl. Bitter für Blau-Weiß und darum geht Thomas Weißenböck mit einem 0:1 in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel gibt's dann wieder etwas Nettes für Peter Schöttl. Seine Rapid-Leihgaben in perfekter Harmonie. Hofbauer sieht Fröschl und wieder Wim Leitner. Wenig später das Ganze noch einmal. Schwerer Patzer von Duvenjak. Wieder Fröschl, wieder Wim Leitner. St. Pölten müsste längst mit 2:0 führen. Erst nach 70 Minuten kommen dann wieder einmal die Gäste. David Poljanec. Aber er ist heute von seinem 17. Saisontor so weit entfernt wie die beiden Teams von der Bundesliga. Es ist halt nur das kleine Finale um Rang 5 und das ist in Minute 87 entschieden. Der eingewechselte Robert Gruberbauer mit dem Treffer zum 2:0. Sein erster Treffer seit 1,5 Jahren und damit sichert er dem SKN einen 2:0-Sieg gegen Linz. Die Niederösterreicher stehen also wieder auf ihrem ersehnten 5. Platz. Wir haben ja nicht so viele Entscheidungsspiele. Wir haben zwar immer wichtige Spiele, aber das war gegen Grödig vor 2 Wochen so eins und heute wieder. Und beide haben wir 2:0 gewonnen und das stimmt mir sehr zufrieden. Das war halt leider ganz schwierig, dann das Ergebnis noch mal zu drehen, weil wenn du 1 noch hinten bist, auswärts da in St. Pölten, die haben natürlich gekämpft bis zum Umfallen, haben sehr gut, also waren sehr gut organisiert in der eigenen Hälfte und da sind halt wenig Räume, dass du dann zu Chancen kommst. Im 4. Saisonduell gewinnt erstmals die Heimmannschaft und damit verlängert St. Pölten die Erfolgsserie auf 4 ungeschlagene Spiele in Folge. Wir werfen jetzt noch einmal einen Blick auf die Ergebnisse und die aktualisierte Tabelle. LASK gegen die Vienna 2:1, Austria-Lustenau gegen Hartberg 2:0, WAC St. André gegen Altach 1:0, Grödig gegen FC Lustenau 1:1 und St. Pölten gegen Blau-Weiß-Linz 2:0. Wir kommen zur Tabelle. WAC St. André behauptet sich weiterhin an der Tabellenspitze, dahinter unverändert mit 4 Punkten Rückstand Austria-Lustenau. Der LASK überholt Altach, die Vorarlberger sind damit wohl aus dem Titelrennen. Im Kampf um Platz 9 wird es zwischen der Vienna und dem FC Lustenau besonders eng und Hartberg steht mit 11 Punkten Rückstand praktisch vor dem Abstieg. Das war's für heute von der ersten Liga. Die nächste Fußballarena gibt's dann morgen von der 32. Runde der Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch schöne Stunden und eine gute Nacht.